Heute verdienen wir 247 Euro oder mehr am Tag und das mit Facebook. Ja, richtig, mit Facebook und Digistore24. Ist das cool? Also, mal ganz kurz. Okay, also Facebook und Digistore24, damit machen wir das heute. Und ich bin mal gespannt. Also, du bist auf dem Kanal, Michael Kurzow, von 0 auf 6-stellig. Und hier bekommst du die besten Ideen zum Thema Geld verdienen im Internet. Gerne auch die Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Okay, wir sind bei Facebook. Und vielleicht hast du schon ein Konto, vielleicht hast du nur ein altes Konto und so. Und wir können damit richtig viel Zaster machen. Deshalb, ich zeige dir jetzt nicht die Anmeldung von Facebook oder so, brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich zeige dir auch nicht die Anmeldung, wie du ein Konto registrierst von Digistore24. Okay, wenn du ein Video haben möchtest mit der kompletten Anmeldung, schreib gerne in den Kommentaren, dann machen wir das. Okay, ich logge mich einfach mal hier ein mit meinem Test-Account. Und wir gehen auf den Marktplatz und suchen ein Produkt von mir. Das ist das JetSet Affiliate-System. Das suchen wir. So, das ist das. Du bekommst 50% Provision. Achtung, diese 100 Euro stimmen nicht. Das ist halt irgendwie so ein Durchschnittspreis von, keine Ahnung, Raten und keine Ahnung was. Das Produkt kostet bis zu 600 Euro und du bekommst ungefähr 250 Euro Provision. Jetzt ist es so, es gibt mehrere Werbemittel. Du kannst ein Webinar bewerben und. Wir machen das auf Facebook ohne Werbeausgaben, wohlgemerkt. Und wir schauen einfach mal kurz den Rechner. Also wenn du es jeden Tag einmal verkaufen würdest und wenn du dann halt 2-3 Stunden investierst in dieser Taktik, 2-3 Stunden, normalerweise einen Stundenlohn hast du dann von vielleicht 50 Euro und du verdienst einfach mal das Fünffache, ist das schon sehr geil, oder? Und das auch von jedem Ort der Welt. Und wir schauen einfach mal 247 Euro mal 30 Tage sind einfach mal 7410 Euro für dich. 2-3 Stunden Arbeit am Tag. Okay, es wird manche Tage geben, da hast du nur eine Stunde zu tun und andere Tage, wo du dann halt sagst, hey, komm, ich mache auch mal eine Stunde mehr oder so. Okay. Wir gehen nochmal auf der Seite, wir brauchen die Seite Affiliate-Werten. Das ist diese hier. Und dort gehen wir drauf und gehen dann halt auf Michael Kurzow. Also du kannst natürlich auch bei allen anderen, wenn du ein Mitglied werden, aber bei Michael Kurzow. Und wir suchen uns dann halt einen Link. Und wir wollen ja das JetSet Affiliate System bewerben. Und wir wollen dann ein Webinar bewerben. Wir nehmen das neue Webinar, bewerben wir. Das ist das hier. Diese Sache kopieren wir uns, den Link. Und hier vorne musst du deinen Partnernamen eintragen. Also, was du dir ausgesucht hast bei der Digistore-Anmeldung. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz auf eine andere Seite, dann klicken wir da kurz drauf und dann schauen wir einfach mal. Und dann leitest du die Leute auf dieses gratis Webinar. Also du verschenkst einfach ein Webinar. Das geht sehr einfach, ne? Also die Leute brauchen nicht sofort zu kaufen und. Also, das ist nämlich sehr, sehr geil. Okay, was brauchen wir jetzt? Wir haben ja gesagt, okay, den Link von Digistore haben wir. Wir haben uns auch hier angemeldet und so. Und hier bei der Partnerseite kannst du auch hier vorne nochmal auf alle Sachen klicken. Dann wirst du dann halt von allen Coachings, die es zurzeit gibt, wirst du dann halt Partner. Und brauchst dich einfach nur anmelden. Fertig. Wir wollen mit Facebook Geld verdienen. Wir haben Facebook-Gruppen. Und ich habe jetzt hier schon einfach mal 5, 6 Stück aufgemacht. Und wir schauen uns die einfach mal an. Ne? Wichtig ist für diese Strategie, dass dein privates Profil auch irgendwie ein bisschen besser aussieht. Also, wenn du in dein privates Profil ein Katzenfoto hast oder ein Auto als Profilbild, wirst du weniger Erfolg haben dort. Also, zeig dich auch ruhig. Und das ist schon entscheidend, weil keiner baut Vertrauen auf zu jemand, der ein Katzenfoto einfach nur hat und der dann halt hier vorne im Profil sehr viel rumgespammt hat oder so. Du siehst, ich poste hier nicht so viel Affiliate-Links oder so. Na, ein paar Videos von mir, mal ein paar Fotos oder so, aber nicht irgendwie so, hier mal mein Fitness, hier auch mal wieder ein Foto und so. Ich spamme mein Profil bei Facebook nicht voll mit politischen Sachen oder irgendwie Affiliate-Links, 5 Affiliate-Links am Tag oder so. Das ist doof. Das ist sehr, sehr dumm, wenn du das machst. Wir suchen dann hier unter den ganzen Gruppen, suchen wir Geldverdiengruppen. Ne? Und ich habe hier schon ein paar offen. Das ist zum Beispiel diese hier. Hier ist Geldverdienen im Internet. Es sind fast 20.000 Leute da. Und diese 20.000 Leute wollen auch Geld verdienen. Und diese 20.000 Euro, den können wir einfach dieses Webinar ja auch anbieten. Und wie machen wir das? Wir gucken uns die Gruppen an. Ich würde auch erstmal dir so ein bisschen
melde dich in ein paar Gruppen an, werd Mitglied in diesen Gruppen, du musst da beitreten und wenn du dann halt beigetreten bist, manchmal gibt es auch ein paar Fragen zu beantworten. Es gibt hier vorne auf der Affiliate-Werden-Seite gibt es auch ein paar Gruppen, Affiliate-Gruppe auf Facebook und so, ne? Da kannst du zum Beispiel auch draufklicken, kannst du da auch Mitglied werden hier vorne. Und dann sind wir hier Mitglied. Und du bist dann halt Mitglied in ein paar Geldverdienungsgruppen. Vielleicht bist du da auch schon Mitglied. Jetzt gucken wir uns die Postings an und was die halt teilweise für eine Reichweite bekommen. Achtung, es ist so, wenn Beiträge in Facebook-Gruppen zum Thema Werbung, wenn die viral gehen, gehen die richtig viral oder es sind Rohrkrepierer und keiner sieht sie. So diese Mischung gibt es, ne? Und wenn wir dann halt mal gucken hier so, nächste Auszahlung ist bereit, da gibt es einfach mal 14 Kommentare drunter und die Leute fragen auch wie. Also wir machen ein schönes Posting. Das können wir zum Beispiel mit Canva machen. Und dann gehen wir weiter, dann posten wir das dann hier rein. Hier ist einfach nur eine Auszahlung. Und diese Auszahlung ist einfach nur 7 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 6 Euro oder so. Also auch gar nicht so viel. Und wenn wir da nochmal draufklicken auf die Kommentare, dann sehen wir, neueste Kommentar, da fragt dann auch jemand wie. Die Tina fragt das. Ne? Natürlich gibt es auch immer mal wieder ein paar Spam-Kommentare. Jetzt könnten wir natürlich auch diesen Affiliate-Link, den wir uns genommen haben, könnten wir auch darunter spammen. Vielleicht, ihr wisst, ich mag Bitly nicht oder so, aber in dem Fall könnte man das machen und sagen, hier eine Einladung. Das ist so ein bisschen spammy, aber das funktioniert auch ab und zu mal. Also wir können jetzt einfach sagen, hier Antwort und sagen, hier besuch das Webinar, wenn du dann halt auch in 3 bis 6 Monaten 5.000 Euro im Internet verdienen möchtest. Ist spammy, ne? Ist nicht so gewollt oder so, aber wenn du das machst ab und zu mal und so, ja. Dann sehen wir zum Beispiel auch diese Kommentare hier, ohne Investition 44, oder wir sehen diesen Post und dann sehen wir 44 Kommentare einfach mal. Infos bitte, Info, Info und, und. Oder auch hier 5 Kommentare. Ja, manche sind dann auch Antworten da drauf und so. Oder auch hier 22 kostenlos, 200 Euro, via du. Und 22 Kommentare. Und die Leute schreiben einfach Info, die wollen ja Geld verdienen. Und die wollen ja, dass du denen halt zum Beispiel mein Webinar empfiehlst. Jetzt ist es aber so, wenn wir so gucken, es gibt auch immer wieder, also zum Beispiel dieses Posting hat einfach mal 57 Kommentare. Ne? Natürlich gibt es auch immer mal wieder ein paar Antworten dadurch, also sind dann halt vielleicht 5, 6 Interessenten dabei. Hier zum Beispiel gibt es 3 Likes und gar keinen Kommentar. Höchstwahrscheinlich, er hat hier echt viel Text gemacht und kein Call to Action. Schreibt zum Beispiel, hey, du willst mehr Infos haben, dann schreib Info rein. Oder schickt mir eine PN. Das ist natürlich noch cooler, wenn die Leute euch eine Nachricht schicken. Aber dann, wenn ihr die Leute auffordert in so Gruppen, dass die euch Nachrichten schicken und mehr Informationen haben wollen, dann müsst ihr die auch sehr schnell beantworten. Ne? Also, wenn ihr die dann halt erst eine Woche später beantwortet oder so, dann sind die Leute schon wieder weg. Also, wenn ihr so ein Posting macht und fordert die Leute auf, ihr könnt ja auch hier mehrere Sachen machen. Zum Beispiel hier, die Andrea schreibt hier Info bitte. Könntest du die Andrea persönlich anschreiben? Auch einen Kommentar. Hey, ich habe dir eine Nachricht geschrieben. Dann weißt du auch, wen du dann halt angeschrieben hast. Das macht auch viel Sinn. Du siehst, ich habe mich schon sehr viel damit beschäftigt und ich habe schon sehr viel Geld damit verdient. So, ich muss was trinken. Und wie hat du könntest die Andrea jetzt einen Kommentar schreiben oder hey, ich habe dir eine Nachricht geschickt und dann schickst du ihr eine Nachricht mit dem Link zum Webinar. Und da ist es auch noch mal ganz wichtig, hake nach. Frag, hey, liebe Andrea, wie ist das? Hast du dir das Webinar angeguckt 2 Tage später? Wenn die sagt, nein, noch nicht, dann schreibst du 2 Tage später wieder an. Hey, hast du das Webinar angeguckt? Es sind der 250 Euro Provision, die du bekommst, wenn die sich das Webinar anschaut und es kauft das Produkt. Und deshalb nicht einfach nur einen Link schicken und dann halt, ah, ich habe einen Link verschickt und dann verdiene ich Geld. Nein, so ist das nicht. Auch wenn du das Webinar sofort in Gruppen reinpostest, hat das meistens nicht so einen Erfolg. Ja? Zum Beispiel, dieser Beitrag hat auch wieder nichts und so. Dieser Beitrag hat auch wieder super Sache und so. Das hat er selbst geschrieben, lustig. Kann man natürlich machen. Hier gibt es auch wieder ein paar. Na? So, dann kommentiere hier mit Info. Info 200. Da sind natürlich ein paar Leute so, ja,
teilweise aus Afrika und so, die wollen dann in eine Telegram-Gruppe bekommen, Bitcoin-Spammer und so, muss man natürlich ein bisschen gucken. Hier gibt es dann auch wieder so einen Beitrag, der ist einfach auch nicht schön, ne? Das sieht auch irgendwie scammy aus. Deshalb, ja, also wenn man dann schon was in Deutsch macht oder so, ja, US-Dollar am Tag, bla bla bla. Also der hat zwar Likes bekommen, vielleicht hat er auch ein paar Anfragen bekommen per Nachricht. Aber er sieht jetzt auch nicht so erfolgreich aus, ne? So auf dem Foto, auf den ersten Eindruck. Deshalb muss es natürlich auch so, dass diese Informationen, die hier stehen, sollten auch schon gut gepflegt sein, ne? Umso eher verkaufst du etwas. Hier siehst du ein Video von mir, das hat auch ein paar Kommentare und auch schon hier 17 Kommentare und hier auch mal wieder etwas, ja, viel zu viel Text. Wir nehmen einfach mal diesen Text. Leider können wir den nicht kopieren, ne? Aber das ist so viel Text, es wäre viel besser, noch eine Grafik oder auch mal ein paar Wörter rot zu schreiben oder unterstrichen oder so. Das ist einfach nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Können wir das? Wir könnten das doch hier mal einfach mal Bild speichern unter. Jetzt gucken wir einfach mal ganz kurz. Wir speichern das mal ganz kurz. Machen wir das auf. Kann man den Text hier noch rauskopieren? Ja, geht doch. Also, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber wenn ich jetzt dieses Posting machen würde, würde auf Canva gehen, würde dann sagen, hier Design erstellen, Facebook-Beitrag und dann gehen wir da hin und sagen hier, wir wollen erstmal ein Bild, erstmal vielleicht, machen wir jetzt erstmal, macht jetzt erstmal keinen Sinn, was in den Text drin steht, wir wollen einfach nur mal ein schönes Bild erzeugen, was besser konvertiert. Wie dieses Bild, weil das ist halt so, das liest sich so keiner durch, das ist einfach so nicht schön gemacht. Und du kannst einfach sehr viel machen, einfach mal auch, indem du auch mal ein paar Bilder testest und so weiter, ne? Zum Beispiel können wir jetzt hier vorne das rauskopieren nochmal. Aber wir gehen jetzt hier nochmal drauf. So, dann gehen wir so drauf. Wiederkehrend Geld verdienen. Dann löschen wir das alles hier raus. Und dann gucken wir einfach mal. Das machen wir auch nochmal runter. Und dann machen wir uns das hier einfach mal Zeilenabstand. Dann können wir das hier auch noch. Es gibt hier so tolle Effekte, ne? So, wiederkehrend Geld verdienen. Bla bla bla. Jetzt können wir uns das hier noch machen. Dann können wir hier vorne nochmal ein bisschen den Text ändern. Können das hier nochmal, oder wir machen das hier auch nochmal doppelt. Gehen auch hier nochmal auf Effekte, gehen dann auch nochmal da rein. Wir können hier vorne auch diesen Effekt nochmal so ein bisschen transparenter machen. Das macht schon auch noch ein bisschen toller aus. Das kopieren wir hier auch nochmal raus. Jetzt können wir den Hintergrund auch nochmal einmal des Bildes, können wir auch nochmal ein bisschen transparenter machen. Dann sieht man auch den Text ein bisschen besser. Dann können wir ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass diese Nachricht, also das haben wir jetzt in ein paar Sekunden gemacht. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rüber. Ich glaube, dass dieses Bild hier besser konvertiert wie dieses Bild hier. Oder was sagst du? Und da haben wir einfach nur, wie viele Sekunden haben wir dafür gebraucht, um einfach ein besseres Bild zu machen? Schreibe bei Interesse Privatnachricht oder so, ja. Wir können das ja auch noch ein bisschen kürzen, nachkaufen oder ohne teure Starterpakete. Das können wir einfach einmal alles rauslöschen, oder? Ohne teure Starterpakete, da gibt es ein Autoprogramm und so. Ich glaube, das ist zum Beispiel viel interessanter jetzt, wie dieses Bild hier. Das kommentiert viel, hier gibt es überhaupt keinen Kommentar. Und natürlich kannst du dann auch ein paar Bilder, zum Beispiel können wir das Bild jetzt einfach nehmen, wir laden uns das runter und dann ändern wir das einfach mal. Ne? Wir können ja zum Beispiel auch hier die Schrift ändern, wir können hier einfach mal rot machen oder so und einfach mal ein paar Sachen testen, welche Bilder am meisten Interaktion bekommen. Und dann wird diese Person auch höchstwahrscheinlich eine bessere Conversion haben. Ne? Das ist auch sehr lustig, dieser Post. Die ersten 40 kommen... Herr Toren erhalten innerhalb von 12 Stunden 500 Euro.
Plus eingeben. Und dann kannst du die Leute anschreiben. Jetzt würde ich das so nicht machen oder so, aber zum Beispiel, wenn du einen Gutschein hast, ich gehe noch mal ganz kurz hier rüber. Nein, das wollten wir gar nicht. Ich will noch mal ganz kurz hier oben rüber. Natürlich könntest du so etwas machen, wenn du einen Gutschein hast. Ne? Die ersten 40 Kommentare bekommen Gutschein im Wert von 20 Euro, 500 Euro oder so. Und dann schickst du halt das JetSet Affiliate-System mit den Gutscheinen, den du hast zum Beispiel. Wenn du, oder ein anderes Affiliate-Produkt. Und du siehst einfach, hier sind auch wieder 161 Kommentare. Und diese ganzen Leute haben hier einfach kommentiert. Ne? Hier muss man ein bisschen aufpassen, warum fallen solche Menschen auch Betrug rein und so, bla bla bla. Da gibt es natürlich auch immer ein paar negative Leute. Gut, das hört sich jetzt schon sehr komisch an oder so, aber du kannst ja auch ehrlich sein und auch deine Einnahmen posten. Ne? Zum Beispiel auch hier wieder 108 Kommentare. Info bitte, die Ute schreibt das, der Dennis schreibt Info und so. Das sind alles deine potenziellen Kunden, die auf Facebook sind. Und das ist nur eine Gruppe von Tausenden und wir haben hier vorne die nächste Gruppe. Hier sind 7000 Leute drin und hier wird so, das Foto ist auch wieder so, ja, Frau zieht sehr oft. Aber das ist irgendwie, die Proportionen sind irgendwie scheiße. Oder auch das hier, das Bild ist doch auch nicht schön. Ne? Also, aber trotzdem hat es 163 Kommentare. Auch teilweise natürlich wegen den Text, externe BaFin und so. Aber es, die Sandy schreibt zum Beispiel auch wieder Info. Das sind deine Kunden, die du anschreiben kannst. So einfach geht das. Ich verschenke 15 Euro an 13 Leute. Das wäre zum Beispiel so ein Gutschein. Du hast einen Gutschein für ein Produkt. Und du siehst einfach, 73 Leute kommentieren einfach. Der Stefan, der Franz und so weiter. Also wer sagt das halt, dass du keinen Traffic erzeugen kannst über Facebook? Das stimmt gar nicht. Du musst halt coole Sachen machen. Ne? Auch hier dann halt wieder die nächste Gruppe. Auch hier wieder Kommentare mit Info. Hier, das Ding ist nicht viral gegangen. Sieht aber auch jetzt irgendwie so ein bisschen komisch aus. Hier wieder was mit Spenden und so. Ne? So. Auch dieses Posting sieht irgendwie komisch aus. Dann doch lieber ein schönes Bild machen. Weil ich glaube, dass so etwas dann halt schon ein bisschen, ne, wir können ja auch sehr viele Sachen rumexperimentieren. Aber das sagt halt alles aus bei Interesse Privatnachricht und so. Oder wir schreiben auch Info rein. Das der Vorteil ist halt, du siehst es, dass ein paar Beiträge gar keine Kommentare haben. Und dann gibt es wieder welche mit 50 Kommentaren oder so. Oder auch wie die Oliver so Info. Wenn da einfach das Ding viral geht und es gibt die ersten Kommentare, dann geht das einfach viral. Ne? Aber zum Beispiel, diese Person hat es einfach nicht richtig verstanden, wie man ein schönes Posting macht. Ne? Schreibt mir einfach, ja, der Jens hat dann geliked, aber das kann man auch wieder besser machen. Komischerweise das Ding hier, obwohl das echt so auch von der Formatierung echt kacke ist, man könnte auch das hier mit ein paar Smileys ein bisschen aufwerten. Also auch diesen Text könnte man mit ein paar Smileys aufwerten. Ich gucke einfach mal, ich nehme einfach mal diesen Text, den posten wir einfach mal hier rein. Und natürlich könnte ich dann halt hier vorne, wenn ich einfach hier draufklicke, kriegen wir meine Smileys an. So. Eins, zwei, drei. Und schon sieht das doch einfach ein bisschen schöner aus, wenn ich das posten würde. Ne? Also wir haben gerade dieses Posting gesehen, wo auch die Zahlen verschoben sind und so. Und schon hast du doch eine höhere Aufmerksamkeit anhand ein paar Smileys. Es gibt so viele kleine Tricks, wie du dann halt mehr Aufmerksamkeit auf Facebook bekommst, damit du halt Geld verdienen kannst. Und es funktioniert auch heute noch. Und es hat vor ein paar Jahren funktioniert. Ich habe sehr viel Geld in Facebook-Gruppen verdient. Aber... Und wie hat hier einfach dann nochmal, zum Beispiel würde ich dann halt schreiben, kommentiere mit Info. Oder schreibe mir eine PN oder so, ne? Oder, ne? Also, aber das sieht doch, das fällt doch viel mehr auf, wie diese anderen Postings. Deshalb scheitern einfach Leute bei diesem ganzen Facebook-Marketing. Ich hoffe, das Video hat dir bis jetzt gefallen. Und du kannst dir natürlich auch das JetSet Affiliate System holen oder auch mal hier beim Gratis-Webinar teilnehmen. Das ist übrigens auch in der Beschreibung verlinkt. Und wir können jetzt hier noch ganz viele Sachen durchgehen, noch ganz viele Geld verdienen Gruppen. Und dann siehst du auch immer mal wieder, dass es immer mal wieder ein paar Fehler gibt. Ja, es gibt auch ein paar Leute, die versuchen dann halt in eine Telegram-Gruppe einzuladen. Das geht natürlich auch. Man kann hier sehr viele Sachen machen, aber du siehst halt hier,
Das Posting, dieses zum Beispiel, sieht doch ganz anders aus, wie zum Beispiel das hier. Ja? Und es gibt halt viele Postings, die gehen nicht viral. Und ja, man kann auch das hier zum Beispiel, es gibt viele, oder es gibt auch ein paar Gruppen, die sind einfach tot. Und die Gruppen, wo dann halt die tot sind, wo du keine Interaktion bekommst, dann geh da wieder raus. Merk dir diese Gruppen und poste da nicht rein, aber geh dann in so Gruppen, wo du siehst, da gibt es einfach viele Interaktionen. Und wenn du das alles herausfindest, nach und nach, welche Gruppen für deine Produkte Interaktionen bringen und so weiter, und welche Gruppen zum Beispiel tot sind, wie diese hier anscheinend. Na, hier gibt es zwar ein paar, ne, da hat er selbst gemacht wieder. Also die sieht ja sehr, sehr tot aus. Na, es gibt ja überhaupt keine Leute, die Infos schreiben. Seht ihr das? Und das ist halt der Unterschied. Und deshalb kannst du auch Geld verdienen oder nicht. Du kannst jetzt, wenn du natürlich sehr viel Pech hast, bist du einfach mal in 10 Gruppen, wo es keine Interaktion gibt. Und dann sagst du, Facebook-Marketing ist aber tot. Aber es gibt ja auch diese Gruppen, wo es Interaktion gibt, wo Leben ist in einer Gruppe. Und das musst du finden. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wie gesagt, Digistore ist sehr, sehr cool dafür. Sonst hol dir auch mein Jetset Affiliate-System, wenn du jetzt überhaupt keine Ahnung hattest von Affiliate-Marketing, wie das funktioniert oder so. Und mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.